Du bist der Mensch, den ich schon einmal getroffen habe, richtig? Es ist so hell hier. Da ist so viel Licht. Nun, das Licht hat mich geweckt. Ist da drüben etwas? Jo, Olivingen. Sieht auch nur so aus, weil ich hier die ganze Arbeit leiste. Nur mal so. Wollte ich mal erwähnt haben. Bitte bilden Sie eine Reihe und verlassen Sie das Schiff auf geordnete Weise. Ist auch geil. Die steht da voll daneben und guckt einfach mal die Menschen an. Und keiner, aber wirklich keiner, interessiert sich dafür, dass neben denen ein Mädchen steht, was verwahrlost aussieht. Auf eine gewisse Weise. Die Haare so einfach nur oben zusammengesteckt, völlig kraus, zerrissenes Kleid, Blätter im Kleid, Knochen um Hals. Ich dachte, das Spiel kommt aus Japan. Das ist wie in Deutschland. Ignoranz und Egoismus, alles da. Auf jeden Fall die Ignoranz, ne? So, was haben wir nun? Ja, da wollte ich ja auch noch mal hin, ey. Ich komm zu nix. Weg ist er. Sollte ich da vielleicht noch mal hin? Will mir das Spiel damit irgendwas sagen? Man weiß es nicht. Auf jeden Fall erstmal willkommen zu einer neuen Folge Story of Seasons. Erstmal machen wir natürlich unsere Morgenroutine. Die 3 Ks. Kaffee, Kippe, Kacken. Ist das Silber bald wieder weg? Es ist so zum Kotzen. Gras hat sich auch schon wieder erledigt. Aber Salz noch nicht. Nein, Salz noch nicht. Farben haben wir auch gar nicht mehr. Ziegelsteine machen wir nochmal. Haben wir jetzt hier schon was zum Verticken? Ja, Salz. Oh, Tomatoes. Und Zwiebeln. Diddle 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 diddle. Kommen im Kühlschrank, sofern ich noch Platz habe. Ich glaube, ein Jahr. Ein Jahr. Einmal ein Jahr. So, Morgenroutine Tiere. Und dann müssen wir heute, glaube ich, nochmal in die Stadt, weil das interessiert mich jetzt, ob da irgendwas passiert, da wo sie hingegangen ist. Streicheln mit der Axt. Ihr habt schon wieder nichts zu fressen. Hä? Hab ich euch nicht gestern was gegeben? Ah ne, das waren die Kühe. Ihr hattet immer noch dieses Premium-Futter. Was ich euch jetzt auch wieder gebe.
Ich habe auch irgendwas Neues im Laden freigeschaltet, hat er noch gesagt. Wieder Wolle. Also so 2-3 Tage dauert das. Dann kriegt man neue Wolle. Ihr habt noch Essen. Elli. Anna. Melkmaschine. Dich ja nicht gestreichelt? Ich gehe ja schon. Kommt raus, meine Lieben. Hab ich noch Platz? Ja, ich hab noch Platz. Nimm wir mit. Jetzt müssen wir erst recht in die Stadt. So, was sagt der große Teich? Alter, achso, hier brauchen wir auch wieder Kohle rein. Ich komme. Gleich sofort. Wenn ich mich durch die Bäume gerungen habe hier. Geht nicht, geht nicht, geht nicht. Ein noch. Dann kann ich den Hühnerstall aufbessern. Wie geil ist das denn? Ich habe noch 2x Wolle. Das kann auch hier raus. So, Mayonnaise verarbeiten hier. Warten wir doch noch, bis sie fertig sind, oder? Und dann bauen wir den Hühnerstall aus. Wie geil. So, dann brauchen wir nochmal 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 und nochmal 3 neue Zwiebeln wahrscheinlich. Frage ist, kaufen wir wieder Kürbis oder nicht? Oder bauen wir nochmal was anderes an? So. Er saugt und saugt. So, fertig. Sehr schön. Oh doch, ich hab noch Star. Das war der letzte. Schade. Das war auch der letzte. Na komm, Witzergei, wir gehen nochmal in die Stadt. Ach, verdammt. Ich muss auch alles mitnehmen, damit ich einen Hühnerstall ausbauen kann, ne? Wolle verarbeiten. Und Milch. Und die verkaufe ich auch.
Kräutertee Stufe 3. Ja, ey, komm, wir haben so viel Essen. Wir können es gar nicht essen, also verkaufen wir es. Ist auch Geld. Was machen wir jetzt? Hat der Laden wieder zu mit dem Hühnerstall, ne? Dann flippt man doch aus. So, das ist der Tierladen. Keischels Zimmerei. Nein, der hat... Hallo. Hallo. Hofeinrichtung weiterentwickeln. Großer Hühnerstall. Nice. Weiterentwickeln. Kann man da... das ist Gold. Siehst du? Auch irgendwo noch Gold. Was ist das andere da? Nochmal anderes Gras. Also brauchen wir auch noch gar nicht drüber nachdenken. Was kostet eigentlich die Hauserweiterung? 30, 30, 30, 30, 30.000. Einen großen Kühlschrank und zwei Haustiere. Ah, dann könnte ich mir noch ein Kätzchen kaufen. Das schreibe ich mir mal eben auf, Leute. Zettel hier. Aus. Wir brauchen 30 Holz, 30 Hartholz, 30 Eisen und 30 Silber und natürlich 30.000 G's. Gut. Komm jederzeit wieder vorbei. Jo. Was hast du denn nochmal an Möbeln? Genau. Kommen ja auch immer wieder was dazu. Ich mag ja sowas hier, Raumtrenner und so, also die ganzen asiatischen Kram. Machen wir das mal? Am Boden kann die platziert werden. Wir kaufen mal ein bisschen was, oder? Ein bisschen Geld haben wir ja. Ein bisschen Geld haben wir. We're not rich, bitch, aber wir haben Geld. Dim-dim-dim-dim-dim-dim. Oh! Oh! Silbererz. Ja, nehmen wir auch. Oh! Hartes Bauholz. Oh! Gutachten. Gibbion Stück hatten wir auch schon. Einmal haben wir noch, ne? Ja, einmal haben wir noch. Bauholz. Hello. Hello. Ja, Gibbion, ja, haben wir auch schon. Wiedersehen. Haben wir noch was Neues? Ich weiß es gar nicht. Ja, die Milchmaschine. Was haben wir denn da? Ein Butterfertiger oder so, ne? Ah, geil. Stein. Ja, hätte ich bestimmt, aber wegen den Steinen laufe ich jetzt wegen Steine gleich wieder zurück hier? Ne, ich glaube nicht. So, ist das Butter oder Käse? Butter. Ja, ist ja gut, ich will es ja gar nicht platzieren, Mann. So, wo ist jetzt die Tante eigentlich hingelaufen? Ne, hier nicht. Das verwahrloste Kind. Hier irgendwo. Oh, das ist ein Fuchs. Habe ich meine Kamera? Thank you.
Komm her. Beten. Und hier waren wir aber schon. Ach, da ist sie doch. Hey, hey! Geist. Hey, hey! Das war's. Okay, kann ich ja nochmal eben ins Museum und ein Foto spenden? Was wir haben, haben wir. Hello. Boah, echt jetzt? Ihr seid so scheiße. Warum ist er noch da? Jetzt kommen wir ein bisschen raus. Oh, warte, da war's. Er muss blau werden. Er muss blau werden. Das funktioniert so. Hello. Hello. Aber bei dem Fuchs war nicht dahin, wo er... Na? Okay. Gut, dann benutzen wir doch nochmal unser Sweetie. Hey, Sweetheart. Können wir die auch aufnehmen? Boah, ist aber unscharf. Jetzt ist es scharf. Voyeurismus. Hey! Huch, die Zeit vergeht im Flug. Ich habe nur so viel zu erledigen. Wir brauchen hier noch was? Nein, brauchen wir nicht. Als Zwiebelsamen, Zucchinisamen, Kürbissamen, Maissamen, Tomatensamen. Können ja jetzt mal Paprika nehmen. 3 Stück habe ich frei, ne? Und haben wir noch was? 7 Tage. 8 Tage Paprika grün. Ich glaube, mehr war noch nicht, ne? Nee. Angelködermaterial. Flummi, Mäuseball, Juwelenring. Guck mal da. Für ihren Geburtstag. Der? Weiß ich gar nicht, wann ist. Ich will einfach zu Hause nachgucken. Ach, jetzt haben die Läden zugemacht. Das war das Geräusch bestimmt, ne?
das denn? Auf wie so einem schlechten Horrorfilm. Einmal geht. Mario. Ach, du Scheiße. Butterding, ne? Großer Hühnerstall. Hä? Den muss ich erst noch aufbauen? Ach, ich dachte, ich vergrößere einfach den alten. Verwirrt mich jetzt zutiefst. Zutiefst vor allem. Was ist das denn? Alter, fuck. Scheiße. Das ist jetzt blöd. Obwohl, dann kann ich den mit rübernehmen. Vielleicht. Und dann kann ich die Tiere alle nebeneinander setzen. In ein Gehege und dann können hier die Pferdiger noch mehr hin. Auch eine Idee. Und das Salz kann ich auch noch verkaufen. Ich mal Holz, ne? Und 30 mal Hartholz habe ich noch nicht wieder, ne? Okay. Ah, 30 Silberbarren, das ist natürlich viel. Ich glaube, ich mache erstmal in der nächsten Folge da hinten auf. Damit das hier weg ist. So, dann muss ich nochmal eben. Die Paprika aussehen. Das hat wie? Baue ich das Butterding erstmal hin, ja, ne? Es muss da rein. Stimmt, Milch, ne? Milch, ja, Butter.
Butter, Milch, Eier. Ah. I'm not sure. So, ich guck nochmal einmal nach meinem Teich. Und dann gehen wir im Bett, glaube ich. Ich habe echt gedacht, der wird einfach. Wisst ihr, wie ich meine? Der wird einfach drüber gesetzt über den anderen. Ja. Warum da in die Ecke? Warum soll ich den da hinstellen wollen? Fernöstlicher Raumtrenner. Wer denkt sich denn so eine Kacke aus? Der muss doch hier irgendwo hin. Egal. Ich geh jetzt pennen, bevor ich mich noch mehr aufreg. So, fast 4200. Zwiebeln haben viel gebracht, Tomaten nicht so viel, obwohl es mehr waren. Also bei Zwiebeln kriegt man schon, also, ne, ordentlich was raus. Gut, ich bedanke mich fürs Zuschauen. Dann sehen wir uns in der nächsten Folge. Bis dann.